Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Raft. Sehr schön. Matrose, Leichtmatrose, Molle, wo sind Sie? An Deck. Nein, ich bin an Deck. Nein, ich bin auf der Brücke. Komm es auf die Brücke. Los, ich brauche jemanden, der die Hallo, Navigation Kommandant. bedient. Jo, Ich ho, eile, ich ho, eile. und ne Buddel voll rum. Matrose, ich sehe Ja. ein Fliegeschiff da oben. Das ist ein Vogel. Du bist immer noch nicht da. Selber Vogel. Wir gehen jetzt Vogel jagen. Komm. Nein. Hopp. Moment. Hey, ich bin runtergefallen. Wir müssen den Netzwerfer mitnehmen, Matrose. Wo ist der? Hast du? Nein, Oh ich Gott. weiß nicht, wo der Netzwerfer ist. Vorbereitung on point. Ja, Vorbereitung ist immer on point bei uns. Mir fällt auch auf, ich habe das ganze Inventar voll mit Baumaterial. Das sollte ich vielleicht auch nicht mitnehmen. Aber wir haben alles voll mit Baumaterial. Was soll das? Und wo ist der Netzwerfer? Ist er Dachte ich. hier? Nee, Hier da ist er geht's auch nicht. nicht. Da ist er auch nicht. Eieiei. Los, suchen Sie den Netzwerfer. Leichtmatrose Öpsel. Muss irgendwo der Netzwerfer zu finden sein. Angel, ist kein Netzwerk vermeiden. Da ist auch kein Netzwerfer. Okay, also ich sehe schon den Folgentitel vor uns, die Suche nach dem Netzwerfer. Ja, das ist ein schöner Folgentitel. Gell? Ich finde auch. Warte mal, der ist hier oben drin bestimmt. Ja, da ist er. Ich hab ihn. Netzwerfer. Und dann nehme ich auch noch das Insektennetz mit, falls wir auf Insekten stoßen. Nimmst du noch den Metalldetektor mit oder soll ich den mitnehmen, den Metalldetektor? Nee, ich bin neben, wo ist er denn? Der ist hier Da drin, der unten. Metalldetektor. Und da musst du aber auch noch die Schaufel mitnehmen, die du unten in deiner Hi. Ausrüstungskiste hast. Ich habe die Schaufel schon mitgenommen. Das ist sehr gut, Leichtmatrose Öpsel. Metalldetektor, da So. hatte man noch. So, Herr Leichtmatrose Öpsel, verlassen Sie die Brücke. Wenn ich da nicht bin, dürfen Sie da auch nicht hin. Ich finde die Brücke so gelungen. Also, ich würde uns echt schon fast 10 von 10 Punkte geben. Warum nur fast? Ich weiß nicht. Ich wette, es gibt noch irgendwas, was man besser machen kann. Ja gut, das Loch in der Decke muss nicht sein, aber... Ich finde das Loch in der Decke tatsächlich schön. Das mag Okay. ich. Das mag ich. So, komm, Was denn hier in der Decke? wir gehen jetzt sammeln. Hier, Blumen gibt's, das ist gut. Weiße Blumen, gelbe Blumen, rote Blumen. Benutz ruhig mal den Metalldetektor. Dann gucken wir mal, was es hier noch so zu erkunden gibt. Noch ein weißes Blümchen. Denn, Dran. bitte? Du musst den Metalldetektor auch benutzen, ja. Ja, ich mach Linksklick, das ist klar. Machst du? Aber Echt? es gibt keinen Ton von sich, so ja nicht. Nicht? Das ist schlecht. Dann musst du ihn richtig benutzen. Ich weiß, wie man Sachen richtig benutzt. Das würde ich bezweifeln, denn ich habe wertvolle Wassermelonen gefunden und du nicht. Ja gut, Wassermelone ist kein Metall. Nö, das stimmt. So, guck mal, da oben ist der Flapflap-Vogel. Ich würde sagen, wir geben dem gleich mal auf die Flapflap-Nase. Damit er uns nicht die ganze Zeit Flapflap-Steine auf den Kopf wirft. Wo ist er denn? Ah, da kommt er. Jetzt. Zielen, spannen und Feuer! Oh, daneben. Naja, aber ich hab fast nicht getroffen. Ah, jetzt. Boah, guck mal, der kann senkrecht nach oben fliegen, ey. Das ist ja ein richtiger Cheater. Oh, guck mal, hinter dir sind Ananässe. Eine Ananas, viele Ananässe. Richtig? Ja, habe ich auch so gelernt, ja. Gell? Auf der Piratengrundschule lernt man das so. Eine Ananas, viele Ananässe. So, bis So der jetzt wie ich. kommt, dann machen wir Oh, nämlich oh noch ein nein. bisschen Holz. Oh, da kommt Was? er. Oh, da ist er. Ja, ich Getroffen. sehe ihn. Ich habe meinen Bogen nicht gefunden. Wo ist er da? Er struggelt. Er struggelt. Kommen Sie zurück. Ah, das wird irgendwie nix. Mein Pfeil fliegt immer noch. Naja, dann machen wir noch ein Bäumchen. Denn wir haben zwar einige Planken, aber ich sag mal, für das, was wir dann tatsächlich doch noch vorhaben, brauchen wir bestimmt noch ein paar mehr. Vielleicht kriegen wir auch noch ein Tierchen gefangen für unseren Demeter-Biobauernhof. Fände ich voll gut. Ich sag mal, wir müssen halt schon gucken, dass für jedes Tier mindestens, weiß ich nicht, sagen wir, drei Felder Platz sind. Kann man das sagen? Jedes Tier kriegt 3 Quadratmeter. Ist das okay? Vorsicht, Vogel. Selber Vogel. Nein, daneben. Oder doch nicht? Der ist im Bau.
Der ist im Stein verschwunden, der Hans. Geht ja gar nicht. Ich sag's dir, wir werden die ganze Folge damit, was? Müssen wir nach oben. Ach so, stimmt. Ja, das ging letztes Mal besser. Als wir den. Oben ging besser. Ja. Wo ist denn der? Der hat doch gerade einen Stein geworfen. Ich sehe den nicht. Vater, ist richtig. Hier, das ist ein Tier. Was für ein Tier? Ein Zieglein. Ein Zieglein? Lass uns das Zieglein fangen. Oh, ich sehe es. Ja, es wird uns Milch geben und ernähren. Und Fleisch. Ja, Fleisch. Wir töten das einfach, ja. Okay, aber wenn wir das Zieglein haben, lass uns das Zieglein später holen. Lass uns erst den, weil dann habe ich die Hände voll mit dem Zieglein, weißt du? Beides? Beides. Wow. Den nebeneinander. Ja, super. Ich habe aber nur noch 4 Schuss. Das heißt, wir dürfen echt nicht so viel rumstruggeln. Okay, pass auf. Ich würde sagen, Fokus Lama und dann droppe ich dir die anderen Sachen. So, guck mal. Warte, warte. Du kannst es ja aufnehmen, theoretisch. Genau. Nimm du es auf. Na, komm. Musst du mit E tragen, genau. Zeig dich mal, zeig dich mal. Oh, du trägst ein Lama. Süß. So, wo ist das Zieglein? Das ist hier nach hinten, ne? Ja, da ist es. Dann kann ich den Baum noch fällen. Dann erlegen wir halt heute nicht das komische Vogelgreiftier, sondern wir erweitern den Demeter-Bauernhof. Finde ich auch gut. Komm, Zieglein, Zieglein, Zieglein. Weißt du noch, als wir nur einen Schuss hatten und ich den, naja, nicht so glücklich genutzt habe? Ja, weiß ich. War schon gar nicht so schwer zu sein. Nee, wenn man's, wenn man einmal raus hat, dass es einen gewissen Delay hat und wie der Delay funktioniert, dann ist das echt okay. Achso, okay. Ja, weil du hast... Schon Namen? Weiß ich nicht, wir können ja die Wörgensen-Familie mal erweitern. Ich habe, glaube ich, sogar noch einen Screenshot von den Namen, die wir damals der Familie gegeben hatten. Okay. Ach ja. Gibt's auch wieder ein paar Updates, ne? Bei Stardew Valley könnten wir demnächst auch mal wieder anspielen. Könnte man machen. Kann man springen? Ja, guck mal, wir können sogar springen. Dann schütteln wir die Milch ein bisschen durch. Milchshake. Ja, Ziegenmilchshake. Ist doch geil. Hört sich ekelhaft an. Ich finde das gut, wenn das Tier wüsste, dass ich ganz viel blaue Blume aufnehme. Stopp. Du hast dein Ziegenmilchshake fallen gelassen. Das hüpft da wieder. I knew it. Aber es hat so ein Namensschild. Ja, man kann das jetzt einfach wieder nehmen mit E. Okay. So, das ist mal so ein dezenter. Ja. Okay. Ja, ich kann es sogar melken. Das ist traurig. Ja, läuft. Ja. Also wenn ich einen Eimer hätte, könnte ich es melken. Wo ist es? Oh, das ist der Vogel. Ja. Ja, aber lass du mal dein Tier nicht auch noch los. Guck, ich hab's Zieglein. Nee, hab ich nicht vor. Komm. Komm, Zieglein, Zieglein, Zieglein. Du darfst jetzt zu den anderen Tieren auf den Demeter-Bauernhof. Aber da müssen wir echt mal gucken, ob wir noch die Anforderungen erfüllen. Die ich jetzt gerade so blauäugig definiere. Oh, guck mal, das sieht schon cool aus von vorne. Das sieht schon sehr cool aus. So, wir gehen tauchen, Zieglein. Das hat halt schon was von einer Festung, so von vorne. Und wenn du dann hinten so, oh cool, da ist ja grün und hübsch. So, jetzt pass auf. Haustier umbenennen. So, wie nenne ich meins jetzt? Wie heißt denn die andere Ziege? Na, kann ich jetzt gar nicht sehen, oder was? Das eine Mal heißt Cusco, stimmt. Ah, guck, die Ziege heißt Molle. Dann nenne ich die hier jetzt Molle 2. Na. Nee. Ich bin nicht sehr kreativ. Frederik. Frederik. Frederik die Ziege. Nee, Zacharias die Ziege. Zacharias. Zacharias. Ja. Hörer aufzutragen. Hier? Das Lama nennen wir Leonard. Leonard finde ich ist ein schöner Name. So. So, ein paar Eier da rein. Ich war mit deinem Namen nicht einverstanden. Mal angucken, wer jetzt da steht.
Hast du es Selti genannt? Nein. Dann ist okay. Das wäre zu einfach. Wär zu einfach. Ja, na dann. Dann ist okay. Das heißt, soll ich... Watt? Wie soll ich heißen, Jo? Echt? Hast du ihm so einen tollen Namen gegeben? Ah, ich... Du bist halt so ein richtig Kreativer. Ich weiß. Ich weiß das. Der Mulle, die da Mulle 2 nennen wollte. Was denn? Das wäre voll schön gewesen. So, sollen wir jetzt nochmal versuchen hier gegen den großen Vogelgreif? Ja, ne? Fände ich schon cool, so. Ja, okay. Also es ist entschieden, ich bin nämlich ins Wasser gehüpft. Ja, hast du entschieden. Bin ich einverstanden mit. Ist okay. Gell? Finde ich auch gut. Ja, ich bin der Kapitän. Und deswegen musst du alles tun, was ich sage. Auch wenn es keinen Sinn ergibt. Ah, ja. Ja, das ist das Schöne, wenn man Kapitän ist. Ich glaube, das war auch die Insel, wo du mich mal retten musstest, ne? Ich weiß es nicht mehr. Kann durchaus sein, du musst dich ziemlich oft retten. Hallo, sag das mal nicht in der Aufnahme. Ich meine, es wäre Caravan Island gewesen. Ja, ich glaube, du könntest jetzt jeden Inselnamen nennen. Wo bist du eigentlich? Ich bin links und dann den Berg hoch. Ich bin hier, ich habe versucht, über den Stein zu laufen, aber es hat nicht ganz funktioniert, wie ich wollte. Haha. Ich muss sagen, das Ambiente gefällt mir immer noch. Da ist der Vogelgreifer. Wow, er steht direkt neben mir und ich verfehle ihn. Nee, der war auch daneben. Komm her, du Vogelgreif. Ich komme nach. Ja, ja, mach mal. Ich warte mal, bis er einen Stein aufgesammelt hat. Ja, der sammelt gerade einen Stein auf hier. Ja, ich habe ihn noch nicht getroffen. Ich auch nicht. Yes! Treffer! Nee, da hat er wieder abgedreht. So, aber jetzt... So, da. Komm. Ah, nee, der war zu weit. Okay. Komm. Jetzt, komm, komm, komm. Okay. Getroffen. Ja, und guck mal, ausgewichen und zwei Ananässe eingesammelt. Komm, kleiner Vogel, greif, greif, greif. Ah, der war so knapp. Ah, komm, kleiner Vogelgreif. Achtung, der will zu dir. Boah, wie der wieder cheatet, ey. Am Stein nicht getroffen. Der hat so ein abgehaktes Bewegungsmuster. Ey, das ist echt ein Krampf. Hier, dann ist er neben mir. Ja, ja, da vorne ist er. Aber ich treffe ihn, ich komme da nicht hin. Hast du ihn gerade echt einfach im Schwert eine mitgegeben? Ja, sicher. Ich glaube, er backt da unten gerade im Boden fest. Ah, jetzt nicht mehr. Achtung, er kommt zu dir. Hat geschmissen. Ich sehe ihn nicht mehr. Sehe ihn nicht. Wo ist er? Zeig ihn mir. Ich sehe ihn selber nicht. Hinter dir irgendwo. Da ist er lange. Da, ja, in die Blickrichtung ist er geflogen. Da war hier über dir. Kann nicht sein. Ah, doch. Hab's gehört. Komm, kleiner Vogel, greif, greif, greif. Oh, wie ich predicted hab, wo er hinfliegt und trotzdem nicht getroffen, ey. Boah, der war aber. Ja, aber 9 von 10, ey. Und der auch, sag mal. Och Mann, predicte doch nicht immer, wo ich hinschieße, du dappiger Vogel. Der dreht jedes Mal vorher ab, ey. Kann ja wohl nicht sein. Und ich bin ins Wasser. Ich treffe ihn halt auch nicht. Okay, ich habe jetzt 30 Pfeile verschossen und keine Munition mehr. Ich bin traurig und gehe weiter nach oben. Jetzt bin ich frustriert. Jetzt gehe ich Blumen sammeln oder so. Ich habe gerade 30 Pfeile verballert. Sag mal, das war doch letztes Mal nicht so... Ah, Wildschwein! Ich hab's gesehen. Nein, aua. Oh, jetzt kommt das wieder. Wo ich gegen Wildschwein und Vogel gleichzeitig kämpfen muss. Nicht eile. Ich fange mal hier ein paar verballerte Pfeile auf von dir. Ja, ne? Du kommst dann? Oder sterbe ich? Ja, ich eile. Ja, mach mal schnell. Man könnte sagen, ich bin fast tot. Du bist am Schiff? Ich muss ja links hoch da. Hey, ich bin One-Tap. Ja, komm runter. Nee, ich will nicht. Ja, dann treite ich gleich aufs Bettchen. Nee, ich will nicht auf... Nein, ich will nicht mit dir ins Bettchen. Hallo? Was sagst du jetzt? Nach der Aufnahme wieder... Ach, komm, Marco, komm. Ja. Oh, kannst du doch nicht vor den Zuschauern sagen.
wollen die denn denken? Oh, da ist unser Schiff. Da bist du. Hi. Bist du unten jetzt oder? Nee, nee, oben. Ich bin oben. Hast du ein paar Pfeile mitgebracht? Ja, kann man so sagen. Ja, ich hab 23. Nein! Aua, aua, aua! Oh, ich hab die falsche Waffe in der Hand gehabt. Au, jetzt tut's gleich weh. Der Keiler kommt, der Keiler kommt! Ich eile. Abflug! Das ist der Vogel. Ja, ich bin jetzt unter dir. So. Ja, ja, ist okay, ich komm hoch. Vor uns, wenn du nach rechts dann weiter willst, da ist der Keiler. Berg runter. Oh, war der Klaus, mein Freund. Töte mich nicht, töte mich nicht. Nein, ich falle. Okay, ich kann echt gut am Berg entlang sliden. So, erlegt, du Warzenschweinkopf. So, wo geht's jetzt weiter? Stein ins Gesicht kriegen. Oh, besser du als ich. Besser du als ich. Ich bin One-Tap. Ich auch. Komm, dann lass uns doch jetzt weiter hoch. Wir haben nur das Schweinchen erlegt. Jetzt lass uns wenigstens gucken, ob es da oben noch was gibt. Wenn der Vogel nichts dagegen hat und mich am Leben lässt. Wenn der Vogel was dagegen hat, dann wird er gerupft. Ja, er hat was dagegen. Hat er dich getroffen? Nö. Ja, also, siehst du. Stell dich nicht so an. Wir gehen jetzt auf den Berg hoch. Wir sind Bergsteiger-Piraten. Sind die Schlimmsten der Schlimmen. Oh, guck mal, da ist eine. Da, ui, da wohnt einer. Der hagere Häger. Der hagere Hagrid? Da ist ein Lama. Ein Lama für unsere Lama-Farm. Voll cool. Nee, ehrlich, da war ich gerade noch ein Lama. Das sollten wir auf jeden Fall. Das ist vor mir. Das sollten wir mitnehmen. Willst du mitkommen zum hageren Häger oder gehe ich alleine hin? Ich sehe dich. Das Lama hoppelt auf dich zu. Ja, ja, lass. Achtung, hinter dir. Und drop. Ja, sauber. Ich nehme mal noch die roten Beeren mit. Hier, die sehen lecker aus. Und die Wassermelonen. Oh, ich werde wieder Vegetarier. Lecker. Und dann fälle ich ein paar Bäume und tue was Gutes. Für die Gesellschaft. Bäume muss man fällen. Aber irgendwie gibt's hier nichts. Ich glaube, wir müssen ganz da hoch. Ja, kann man machen. Das kriegen wir doch hin. Ja, ich fäll noch zwischendurch ein bisschen Bäumchen. Und wenn wir dann da drüben waren, dann nehmen wir noch das Lama mit. Na, lass mich hoch. Bäumchen, Blümchen. Ja, Blümchen. Oh, Blümchen finde ich schön. Kiste finde ich auch gut. Nimm mal mit. Ja, Glas, Bolzen, Planke. Oh, das ist gut. Können wir gebrauchen. Vor allem die Planken. Rote Beeren nehmen wir mit. Du lässt immer die roten Beeren liegen. Finde ich nicht gut. Mein Inventar ist fast voll. Ist hier oben vielleicht auch noch irgendwo ein Tier? Dann hätten wir noch mal welche. Mehr so, weißt du? Nö, sieht nicht genau aus. Nicht? Schade. Schade, schade, schade. Aua! Oh, ich hab noch gedacht, hoffentlich trifft er jetzt nicht mich. Aber ist auch schade, ne? Hier gibt's keinerlei Bienen. Da müssen wir dann echt nochmal vielleicht nach Balboa Island, auch wenn es mir da sehr vorgraut. Ja. Aber dort... Oh, Palmsamen, die müsstest du mal aufnehmen, bitte. Die habe ich hier hingeschmissen. Ja. Okay, Kiste hast du mitgenommen. Dann nehmen wir jetzt noch das Zieglein mit oder das Lama, ne? Da, wo ist es denn? Ja. Da unten muss es doch irgendwo sein. Da hinten geht's runter, genau. So. Nehmen wir das noch mit und dann fahren wir nach Balboa Island, würde ich sagen. Denn uns geht langsam der Biokraftstoff aus. So, jetzt gucken, wie deine Bewegungsmuster sind. So, okay. Gut, ich sehe nichts mehr. Warum? Warum? Ich habe ein Lama vor der Fresse. Nee, ehrlich, ich sehe gefühlt gar nichts mehr. Das Lama bedeckt irgendwie drei Viertel meines Screens. Gott sei Dank bin ich Profi im Wände runterrutschen. Lebst du noch? Ja, ja, hat gepasst. Nee, aber das sieht echt cool aus. Also kannst du nicht sagen. Unser Schiff 10 von 10.
Mindestens. Kann ein bisschen symmetrischer sein. Symmetrisch, dir gebe ich symmetrisch. Das ist symmetrisch, du Lappen. Ja, links noch ein paar Motor. Ach so, willst du das noch? Ja, das. Nein, will ich nicht, nein, will ich nicht. Du fürs Prinzip kriegst du das. Nein, nein, nein. So. Wie wollen wir denn das Lama jetzt nennen? Welches? Das, was ich jetzt habe. Das nenne ich jetzt Frederik. Gut. So, guck. Frederik. Wo ist er? Das ist Cusco. Bist du Frederik? Aber die sind alle so suizidal, ne? Das ist Frederik, genau. Okay. Dann lass uns doch jetzt mal Richtung Balboa Island. Oder? Yep. Das war doch jetzt die Intention, ne? Da wollten wir hin. Stellst du das ein? Ich gebe dir die Koordinaten durch, ja? Ja. Yep. Okay, pass auf. Du musst einstellen. Batterie benötigt, Moment. Richtig, genau. Das musst du erstmal einstellen. Ohne Batterie geht gar nichts. Das hast du schon mal gut erfasst. Bin ich stolz auf dich. Ja. Bist du bereit? Also, stell ein 1. Moment. Oh, 1. Hast du 1? 1. 9. Ja. 0. Ja. 4. Ja. Fertig. Okay. Ups. Dann geht es los. So. Ey. Du, Halunke. So, und ich hatte gesagt, ich möchte hier nochmal umbauen. Das werde ich jetzt auch nochmal anfangen. Denn das gefällt mir so nicht. Habe ich entschieden. So. Das. So haben. Und so, und so, und so, und so, und so. So will man das haben. Batterie platzieren. So, und dann wollen wir das neu verkabeln, aber das ist auch okay. Was buddelst du da gerade? Ich esse. Ah, Essen nennt man das jetzt. Ich kaufe mir was rein. Na, okay. Ja, gönn dir mal. Gönn dir mal so richtig einen. Mach ich. Oh, hab ich das richtig gesehen gerade? Nein! Hm? Das geht, ey. Das geht. Hm? Was hast du getan? Guck mal! Wir können alles umbauen, wir können nach oben. Wir können alles nach oben verlagern. Oh, ist das cool! Ich dachte, es geht nicht. Siehst du das nicht? Ach so, das Rohr hier steht. Ja! Wir können... Oh, das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Oh, ist das geil. Oh. Oh. Hast du den Knopf gefunden oder wie? Nee, das macht der automatisch, aber nur in gefühlt einem winzig... Also... Stell dir das kleinste Pixelchen vor, das es gibt. Noch kleiner. Also ein Pixel, ja, okay. Okay, wie hoch gehen wir? Gehen wir 2 hoch? Gehen wir 3 hoch? Gehen wir 4 hoch? Machen wir es auf 2, oder? Wir reißen das hier hinten ab, diese Erhöhung. Und, ja. Und dann setzen wir alles nach oben. Oder? Nur die Tiere nicht. Die Tiere müssen unten im Keller bleiben. Könnte man machen. Oh, ist das cool. Oh. Oh. Okay, ich glaube, wir besprechen uns mal kurz und unser Ergebnis seht ihr dann in der nächsten Folge, ne? Ja. In diesem Sinne, machen wir Abmoderation. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye. Kraft. Tschüsschen.
Ciao.